bin einfach viel zu früh dran. Aber das gibt mir wenigstens die Möglichkeit, kurz noch zu erzählen, was der Plan ist. Ich gehe vorne gleich in den scheiß Bahnhof rein, der einfach seit Jahren eine Baustelle ist. Und dann fahre ich in die Fränkische Schweiz, Kumpel besuchen. Ich habe den Guten echt ewig nicht mehr gesehen. Und er ist so eine richtige Klettermaschine. Irgendwie komme ich mir heute ein bisschen vor wie Casey Neistat, nur halt mit einer GoPro in der Hand und nicht 6 Kilo DSLR, ne? Sieht ganz so aus, als fahre ich heute in die Hauptstadt eine Runde nach Berlin. Tue ich aber nicht. Ich steige ein bisschen früher aus, hab vergessen wann. Schauen wir gleich nochmal nach. Die Idee hinter der ganzen Chose ist dann auch noch die, anstatt einfach nur einen Freund zu besuchen, wie das so viele andere machen, fahre ich da vorbei und wir machen einfach ein kleines Abenteuer draus. Okay, 2 Tage klettern, eine Runde im Garten campen, so wie es aussieht. Ich bin schon mal da. Die Frage ist, wo ist Freddy? Soweit ich das mitbekommen habe, fährt er mit dem Auto seiner Freundin. Keine Ahnung, wie das aussieht. Tja, ich würde sagen, das ist ein Fahren. Freddy, wo bist du? Ich sehe nicht. Mach mal, was er sagt. Solange ich auf Freddy warte, kann ich ja noch mal ein bisschen was erzählen. Die Sache ist die, dass ich ungefähr seit halbem Jahr nicht mehr klettern war, erst recht nicht draußen. Und ich habe ein bisschen Angst vorm Klettern draußen, muss ich sagen. Drinnen eigentlich auch. Es gibt einfach so Momente, wo ich überächzen bin und denke, was, wenn ich falle? Ich weiß genau, ich bin schon 1000 Mal gefallen in der Situation und nichts ist passiert. Aber mein Körper verweigert einfach jegliche Bewegung. Deshalb bin ich auch ein bisschen gespannt, was an diesem Wochenende passiert. Ich glaube, dass Freddy mich ein bisschen pushen kann, der war da schon immer ganz gut drin. Gleichzeitig ist er so ein Typ, vor dem traue ich mich einfach mal zu sagen, nee Mann, lass mich bitte wieder runterklettern in die 9A. Auch wenn es nur eine 6A war oder so. Irgendwas Mickriges und nicht flip einfach aus. Kann ich gar nicht leiden. Geht mir richtig hart auf den Sack, aber das ist mein Problem. Nicht Freddys. Ich bin einfach mal sicherer dabei, falls ich ausflippe. Aber ehrlich gesagt freue ich mich auch ein bisschen mal wieder auf das Freiheitsgefühl mit Helm auf. Wand hochklettern. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und Freddy wird mir schon zeigen, dass das alles gut ist. Was dagegen, wenn du ab und zu auf einer Aufnahme dabei bist? Wenn die Mütze richtig sitzt. Ich kann dich natürlich auch auspixeln. Irgendwie muss ich sagen, fällt es mir ein bisschen schwer, mit Freddy zusammen so einen Spaß aufzunehmen, weil es mir einfach ein bisschen fake vorkommt. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie wir geschlafen haben, solange Freddy gerade am Duschen ist.
Womit ich dann auch schon wieder zurück wäre, aus der wunderschönen fränkischen Schweiz, beziehungsweise in dem Fall eher so aus Hof. 3 Tage ist das schon wieder her, dass ich da zurückkam und wir brennen heute noch die Finger. Ich fand, es war ein richtig geiles Wochenende, es hat richtig Spaß gemacht. Die Route, die ihr gerade eben gesehen habt im Video, die Freddy da mal eben hochgestiegen ist, klar, mit ein, zwei Mal reinsetzen, aber das war eine 9-, und das finde ich schon holy fuck. Ich bin das Ganze nur nachgeklettert, hab's die Einzelstellen, glaube ich, auch hingekriegt, aber am Stück vorsteigen, das ist leider noch in weiter Ferne und deshalb geht's jetzt los mit richtig gutem Training, beziehungsweise es ging gestern schon los. Heute geht's weiter, damit ich dann im Sommer in Norwegen so richtig rocken kann und auch die allerersten Treadrunden meines Lebens für mich und am besten auch mit besagtem Kumpel hochsteigen kann im allerhöchsten Norden Europas. Und ich hoffe, dass ich das Ganze vielleicht nochmal genauso begleiten werde und euch damit die Gelegenheit biete, auch das mit anzuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Mal.